Gut, damit dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz aus dem PK-Raum. Ich darf beide Trainer recht herzlich begrüßen. Wie üblich darf der Gast anfangen. Herr Hoeneß, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, danke. Ein turbulentes Spiel haben wir heute gesehen, die Fans im Stadion. Ich denke, dass ja, wir heute unsere komplette Palette gezeigt haben. Wir sicher Phasen hatten, in denen wir nicht zufrieden sein können, andere Phasen, die richtig gut und stark waren, ohne jetzt da auf Details einzugehen. Wir sind nicht zufrieden, wie wir reinkommen, gehen richtig gut raus aus der Halbzeit mit einer Führung, kommen dann nach wenig Sekunden in Gegentor. Dadurch ist das Spiel dann wieder offen. Ja, es waren dann einfach offene Momente, die wir dann heute auf unsere Seite gezogen haben. Und dann war es natürlich im Laufe der zweiten Halbzeit richtig gut. Was wir dann teilweise fußballerisch machen, ist einfach stark. Wir haben heute 6 Tore gemacht. Das gab es auswärts noch nie. Unterm Strich, klar, war ich dann tatsächlich auch nicht zufrieden, dass wir da dann wieder das 6-3 kassieren. Aber ja, es ging heute darum zu gewinnen. Es ging darum, den Sieg letzte Woche auch mit dem Auswärtssieg zu bestätigen, zu vergolden. Das haben wir getan. Hier und da war es mir ein Tick zu turbulent. Am Ende fühlt sich's ein bisschen dreckig an und deswegen und trotzdem fühlt sich's gut an zu gewinnen und nehmen wir auch dann genauso mit. Ich gerade als Trainer habe genug Möglichkeiten, aber hier und da nochmal den Finger auch in die Wunde zu legen in der Analyse und das werde ich machen. Vielen Dank, Stefan, bitte. Ja, erstmal könnt ihr mich hören. Ja. Erstmal Glückwunsch, Sebastian, zum Sieg. Ja, ich finde, wir sind sehr gut in das Spiel reingekommen, hatten gute Momente im Anlaufen und haben da schon die Hoffenheimer vor Probleme gestellt. Waren auch am Drücker gehen, dann auch verdient in Führung. Wir haben eine große Möglichkeit von Timothy Tillmann auf 2:0 zu stellen mit seinem Pfostenschuss. Aus diesem Pfostenschuss heraus kriegst du dann den Ausgleich. Und dieses 1:1 war so ein Spiegelbild unseres Defensivverhaltens innerhalb der Kette, das heute leider über die komplette Spielzeit nicht gut war. Und deshalb bekommst du dann auch 6 Gegentore. Und ich bin schon sehr angefressen heute, muss ich auch sagen. Weil wenn wir als Spielvereinigung 3 Tore in einem Bundesligaspiel erzielen, dann muss es auch reichen, um 3 Punkte zu holen. Und leider hatten wir heute einige Spieler eben nicht auf sehr gutem Niveau. Und wir brauchen sehr gutes Niveau, vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus, um überhaupt in dieser Liga zu bestehen. Aber wenn du dann ja, dich so präsentierst, gerade in der Abwehrkette, dann reicht es einfach nicht und mir tut es für die Jungs halt dann einfach auch leid, weil sie viel investiert haben. Und nochmal, gute Phasen im Ballbesitz, gute Phasen im Anlaufverhalten, gerade unsere Mittelfeldspieler und Stürmer. Ja, hätte ich mir von meiner Abwehr auch gewünscht, dann glaube ich, hätten wir das Spiel offener gestalten können. Und somit verlieren wir auch in der Höhe dann. Verdient würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn du dir solche individuellen Fehler leistest, dann musst du auch damit leben, dass du 6 Stück bekommst. Danke. Vielen Dank, Stefan. Frage 1 aus der Medienrunde kommt von Frank Linkisch vom Kicker. Ja, Herr Leitl, hallo, grüße Sie. Sie haben es schon angesprochen mit der Defensive. Die Frage wäre, war es für Sie offensiv die beste Saisonleistung und defensiv die schwächste? Und wie schwierig wird es jetzt, diese Balance wiederherzustellen, dass es offensiv eben doch weiter so gut läuft und defensiv aber stabiler wird? Was wollen Sie da machen? Danke. Ja, hallo, Herr Linkisch. Ja, würde ich schon so sagen, weil uns einfach auch heute 3 Tore geglückt sind und wir die, glaube ich, auch sehr schön herausgespielt haben, haben gute Momente dann auch gehabt. Ja, eine Balance zu finden ist schwierig, weil wir natürlich Woche für Woche improvisieren müssen und ja, immer wieder Spieler ausfallen und du dann auch Spieler bringst, die vielleicht nicht auf ihrer besten Position spielen, aber so ist es nun mal. Ja. Ich habe das ja auch schon, oder wir haben da schon oftmals drüber gesprochen, ich will da auch nicht jammern. Ich erwarte einfach von meinen Spielern, dass sie bereit sind,
an einem Bundesligatag ihre, an einem Bundesligaspieltag ihre absolut beste Leistung für uns als Verein und für uns als Mannschaft zu bringen. Und das haben sie heute nicht getan. Und Sebastian hat es gesagt, den Finger in die Wunde legen. Den muss ich natürlich auch in die Wunde legen. Und zwar schon brutal dann auch, weil du dich so nicht verhalten kannst. Und ja, die Jungs sollen sich jetzt heute mal Gedanken machen. Wir werden es dann morgen gut analysieren und ja, dann hoffe ich einfach jetzt mal, dass, ja, dass bald unsere verletzten Spieler zurückkommen und dass uns die dann auch gerade im Abwehrverbund mehr Stabilität verleihen. Michael Fischer, Fürther Nachrichten. Guten Tag, Herr Leitl, auch von mir. Zum Thema Defensive auch nochmal eine Frage von mir. Es war ja schon am Ende der vergangenen Saison so, Sie haben, glaube ich, in den letzten 5 Spielen auch jeweils 2 Gegentore bekommen. Und jetzt sind es mittlerweile 39 in 13 Spielen, also 3 pro Schnitt. Wo kann man denn da jetzt dann noch ansetzen, dass es besser wird? Kann man einfach nur hoffen, dass Nick Viergeber zurückkommt, der die Mannschaft ja doch merklich stabilisiert hat? Oder was kann man jetzt noch machen als Trainer? Es ist ja schon ein Thema, das sich jetzt seit über einem halben Jahr durch die Saison zieht oder durch die beiden Saisons. Ja, es hat natürlich, Herr Fischer, auf der einen Seite mal damit zu tun, wie wir Fußball spielen wollen, ja, dass wir offensiv spielen wollen. Und das werde ich auch beibehalten. Ja. Ich werde mich nicht hinten reinstellen und die Bälle nach vorne klopfen, sondern wir wollen unseren Fußball hier weiter spielen. Mir geht es darum, dass, ja, Ansatz habe ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, jetzt gerade keinen. Es sind viele individuelle Dinge, die einfach nicht gepasst haben heute. Es ist aber auch ja, dann vielleicht eine mentale Kapazität. Es geht in der Bundesliga alles deutlich schneller als in der zweiten Liga, dass ich permanent im Spiel bleibe. Da werden wir jetzt dran arbeiten. Und ja, dann habe ich die Hoffnung nicht nur, dass Nick Viergeber wiederkommt, sondern dass auch Gideon Jung kommt, den wir auch für den Abwehrverbund verpflichtet haben. Justin Hogmann noch dazukommt. Ja, uns fehlen da 3 Innenverteidiger. Und dann bin ich schon guter Dinge, dass wir das Ganze stabilisiert bekommen. Michael Pfeiffer vom Kicker. Ja, hallo zusammen. Herr Hoeneß, Sie haben gesagt oder gehofft, dass es eine Initialzündung war gegen Leipzig, jetzt auswärts zumindest 6-3 gewonnen, auch wenn es nicht ganz so souverän war. Trauen Sie dem Frieden noch nicht so ganz? Weiß ich jetzt nicht genau, wie Sie drauf kommen und ja, zumindest 6-3 es ging. Ich glaube, damit meinen Sie die Art und Weise. Wir haben 6-3 gewonnen. Genau. Das steht erstmal unterm Strich und wie ich es ja gerade ausführlich gesagt habe, ja, hätte ich es mir ein wenig souveräner an der einen oder anderen Stelle gewünscht. Und trotzdem ja, haben wir heute 6 Tore gemacht, haben über Phasen richtig guten Fußball gespielt. Das nehmen wir jetzt einfach mal so mit, das möchte ich jetzt auch nochmal unterstreichen. Nochmal, es wird mir dann auch Möglichkeit geben, ja, in der Analyse reinzugehen, sowohl als Bestätigung für die Dinge, die wir einfach richtig gut machen, über Wochen im Übrigen schon richtig gut machen, aber natürlich dann auch da nochmal ansetzen. Ich traue dem Braten, also ich verstehe das auch nicht so ganz. Wir spielen jetzt schon über Wochen gut, haben noch nicht die Ergebnisse gezeigt. Die Siege, die wir machen, eingefahren haben, die waren sehr, sehr klar und souverän. Natürlich souveräner als heute. Und trotzdem, denke ich, ist dieser heutige Sieg auch verdient. Ich gebe Stefan recht, wahrscheinlich dann nicht in der Höhe. Aber wir hatten auch schon Spiele, wo dann ja, Momente einfach nicht auf unsere Seite gekippt sind, wie jetzt noch in Bochum, wo wir auch in Führung gehen können. Heute haben wir es gezogen. Nochmal, fühlt sich vielleicht ein bisschen dreckig an und deswegen aber auch nicht schlechter. Es war für uns wichtig, heute zu gewinnen, den Sieg der letzten Woche zu vergolden. Das haben wir gesagt, das haben wir getan und ändert aber überhaupt nichts an unserer Marschroute. Weiter ja, uns zu entwickeln, zu verbessern, um dann wieder gut vorbereitet zu sein für Frankfurt. Nico Gehler von der Bild.
Hallo in die Runde. Hallo Stefan. Zwei Fragen. Auch nochmals, leider muss ich auch auf dem Defensivthema rumreiten. Ist das heute auch so ein Spiegelbild der Saison, dass man sagen muss, offensiv durchaus Bundesliga-tauglich, defensiv jetzt nach 13 Spielen leider nein. 3 Gegentore im Schnitt hochgerechnet, würde man auf 102 Gegentreffer kommen. Erste Frage, zweite Frage, die auch kommen muss. Ich weiß, du wirst sie nicht gerne hören, aber man hat heute einen unrühmlichen Rekord auch eingestellt vom Lokalrivalen, sogar noch getoppt, weil es innerhalb einer Saison ist. Ausgerechnet zu deinem Jubiläum, wird dir nicht gefallen, nehme ich mal an. Ja, dann, lieber Nico, beantworte ich die zweite Frage als erstes mit Nein. Gefällt mir überhaupt nicht. Und zu deiner ersten Frage. Ja, ich halte nicht so viel von Hochrechnungen und ich weiß auch, dass wir uns stabilisieren werden. Aber in der Summe muss man ganz klar sagen, zum jetzigen Zeitpunkt ist einfach das nicht Bundesliga-tauglich, wenn du so viele Gegentore bekommst, ganz klar. Michael Fischer. Dann kommen wir mal auf die erfreulicheren Dinge zu sprechen. Sie haben jetzt heute mit 4 Angreifern gespielt. Ist das auch ein probater Weg für die nächsten Spiele oder sagen Sie, das war jetzt heute in einem Heimspiel, das Sie auch vielleicht gewinnen wollten? Und vielleicht gewinnen konnten im Vergleich zu den nächsten Spielen, wenn es dann gegen Leverkusen oder Dortmund geht? Ja, es geht nicht um 4 Angreifer. Es geht um, wir sind im Leistungssport und ich versuche Woche für Woche die Spieler aufzustellen, die unserer Meinung nach die beste Performance auch in der Trainingswoche abgegeben haben. Und ich finde, Dixon hat sich's verdient gehabt zu spielen. Er hat unheimlich viel gearbeitet vorne an der letzten Kette. Und es ist ja nicht einfach, gegen ihn zu spielen. Das hat uns gut getan. Harvard Nielsen, das kennen Sie ja schon aus der Vergangenheit, ist ja keine zentrale Spitze in dem Sinn, sondern schwimmt ja auch gerne zwischen den Ketten und hat diese Position des Öfteren schon gespielt. Und der Ansatz war natürlich schon zu Hause auch ja, mutig und offensiv zu agieren, und das haben wir auch getan, und ja, so stelle ich mir das auch vor, wie wir Fußball spielen können und auch wollen in der Offensive, aber im Spiel gegen den Ball war das auch okay, gerade im ersten Drittel und im Übergangsbereich, finde ich, und das meine Jungs wirklich gut gemacht. Wie gesagt, wir hätten uns mehr Stabilität aus der Kette heraus gewünscht, und dann wäre vielleicht mehr möglich gewesen, als nur 3 Tore zu schießen. Und das meine ich damit, dass wir vielleicht dann auch einen Punkt mitnehmen hätten können oder sogar 3. Michael Pfeiffer, ist deine Wortmeldung noch aktuell? Ja, die ist noch aktuell. Ich würde gerne Nürnes noch mal bitten, was zu den Stürmern zu sagen. Vor allen Dingen also Bebu, der ja auch nicht immer so effizient war und heute 3-mal getroffen hat, vor allem aber auch zu Ritter, der auch sehr spektakuläre Szenen hatte. Wie sehen Sie denn seine Entwicklung und die Leistung heute? Ja, ich glaube, es ist nicht alltäglich. Für Ilas war es der erste Hattrick. Ich weiß gar nicht, ob Georgi hatte für uns auch schon einen Doppelpack. Es waren 2 außergewöhnliche Leistungen heute von den Jungs. Sie haben recht, Ilas war eigentlich immer in der Lage, viele Chancen auch zu kreieren. Heute war er sehr effektiv, war da, wo er sein musste, hat natürlich über seinen Speed immer wieder die Möglichkeit, dann auch in die torgefährlichen Räume zu kommen. Georgi, ja, ein Kopfballtor, was mich freut, weil er letzte Woche noch eine ziemlich große Kopfballchance vergeben hat. Allgemein hatte Georgi letzte Woche, glaube ich, 4 oder 5 recht gute Chancen, macht kein Tor. Das war eigentlich der einzige Makel, obwohl er ziemlich gut gespielt hat. Heute macht er 2 Tore, hat eins vorgelegt. Ja, ich glaube, das spricht für sich. Georgi ist ein junger Bursche mit enormem Potenzial. Jetzt müssen wir gemeinsam schauen, dass er das so oft wie möglich auf den Platz bringt, weil darum geht es, die Qualität danach einfach auf dem Platz zu zeigen. Hat er heute getan, hat uns geholfen, genauso Ilas. Super, super Leistung der beiden. Frank Linkisch. Ja, Herr Leitl, zur Defensive gehört nun mal auch der Torwart. Und auch ohne großen Patzer finde ich, dass bei Marius Funk das alles nicht so souverän wirkt, auch nicht mit Ball am Fuß. Was spricht denn aktuell noch für ihn im Vergleich zu Sascha Burchert? Und denken Sie eventuell doch über einen erneuten Wechsel auf dieser Position nach? Also ich möchte den Marius heute aus dem Abwehrverbund rausnehmen, weil er
in den Umschaltmomenten dann auch nochmal den einen oder anderen dann auch gehalten hat. Dass Marius nicht vor Selbstvertrauen strotzt, ist auch ganz klar, aber ihn würde ich heute bitte ausklammern. Ja, ich finde, er hat eine ordentliche Leistung gezeigt und die werde er auch nächste Woche zeigen. Martin Mauerweg, dpa. Hallo Herr Leitl, Timothy Tillmann hat vorhin gesagt, dass für ihn die Mainz aus der vergangenen Saison mit der sehr schlechten Hinrunde und dann der guten Rückrunde so ein bisschen ein Vorbild sein könnten. Ist es auch die Perspektive, die Sie für sich selbst und die Mannschaft sehen? Also aktuell ist es so, dass wir uns mit der Tabelle nicht beschäftigen brauchen, weil uns das auch nicht weiterbringt, sondern wir müssen punkten. Und wenn wir punkten und wenn wir regelmäßig punkten, dann ist sicherlich alles möglich. Vorbild kann Mainz, muss Mainz sowieso sein, mit der Art und Weise, mit der Leidenschaft, wie sie spielen. Gerade im Spiel gegen den Ball kann und sollte das auch für uns ein Vorbild sein, aber jetzt auf die Tabelle zu schauen, macht für mich keinen Sinn, ja, sondern jetzt geht es darum zu analysieren, auch sehr intensiv zu analysieren, sehr intensiv zu trainieren und die Köpfe frei zu bekommen und gut vorbereitet in ein sehr schweres Auswärtsspiel nach Leverkusen zu gehen. Und das ist unsere Aufgabe und nicht von Tabellenplätzen und sonstigen Dingen in der Zukunft zu sprechen. Abschließende Frage, Michael Fischer, Fürther Nachrichten. Tatsächlich eine abschließende Frage, Herr Neidl. Ihre Stimme klingt sehr angekratzt. Sind Sie einfach erkältet oder war das auch, oder liegt es daran, dass Sie auch während des Spiels sehr oft sehr lautstark reingeschrieben haben? Das hat man von hier oben gesehen, dass immer wieder auch die hinterste Kette, die Sie hier angesprochen haben, oftmals zusammengestaucht oder ermahnt haben. Ja, ich bin leicht angeschlagen und das Spiel hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass meine Stimme morgen besser sein wird. Dann danke an die beiden Trainer für die Beantwortung der Fragen unseren Gästen. Einen guten Nachhauseweg und an Sie alle gerichtet. Wiederschauen und bis zum nächsten Mal.